Magnificenz, Spektabilis, liebe Familie Möller, ich habe mich so gefreut, Sie jetzt hier wiederzusehen, weil wir oft in Ihrem Hause waren. Liebe ehemalige Kollegen vom Lehrstuhl Möller, einige sind unter uns. Ich habe zum Beispiel Anselm Görres gesehen und Klaus Wieland, aber vielleicht sind auch noch mehr da. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für mich ist das ein ganz bewegender Augenblick, hier in meiner Alma Mater zu sprechen. Gegenüber habe ich gesessen in der Ludwigstraße 28 und habe dort von 1977 bis 1984 meine Dissertation, meine Habilitation geschrieben. Und natürlich habe ich dort bei Möller gedient, wenn man so will. Vor einem Vierteljahrhundert, Hans-Werner Sinn sprach es schon an, also 1990, hat er zusammen mit mir ein bei Morsiebeck herausgegebenes Buch publiziert, sozusagen als Festschrift für den Geburtstag von Hans Möller. Da ist auch diese Zeichnung, die Sie gesehen haben hier, die haben wir damals extra anfertigen lassen für dieses Buch. Wir veranstalteten dann auch eine Feier in der Aula dieser Universität zu seinen Ehren. Dieses Werk ist in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Zum einen der Titel, Theorie der Wirtschaftspolitik. Das war der Titel seiner berühmten langjährigen Vorlesung, die er jedes Jahr weiterentwickelte. Das Manuskript waren hunderte von Seiten mit Bleistift geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die Manuskripte. Würde ich gerne mal reinschauen. Jede Vorlesung war wortwörtlich vorbereitet. Assistenten, also auch ich, mussten diese Manuskripte lesen und an der Vorlesung teilnehmen. Anschließend, nach der Vorlesung, gab es ein kleines Privatissimum über die besonderen Punkte in seinem Arbeitszimmer. Sprechstunde, Diktat an die Sekretärin, so war das früher noch, die saß da und mit einem Stenoblock. Ein gemeinsames Mittagessen und das Rauchen einer Pfeife oder eines Zigarillos und ein kurzer Nachmittagsschlaf folgten. Wie beschaulich war damals noch das Leben der Wissenschaft. Nicht unterbrochen durch E-Mails, SMS, WhatsApps, Nachrichten und alle elektronischen Kommunikationsteufel. Der Titel der Vorlesung machte Möllers ökonomische Grundhaltung deutlich. Zwischen Volkswirtschaftstheorie und Volkswirtschaftspolitik besteht kein Gegensatz. Jede Beschreibung und Analyse staatlicher Tätigkeit, Erklärung wirtschaftlicher Prozesse und jede wirtschaftliche Beratung bedarf einer expliziten theoretischen Begründung. Dabei ist diese theoretische Fundierung nicht für jede wirtschaftspolitische Fragestellung, das war ihm sehr wichtig, und jeden Wirtschaftsbereich neu zu entwickeln, sondern es gibt eine theoretische Grundlage, die entweder für alles gilt oder sie gilt gar nicht und ist keine Theorie. Die Theorie der Wirtschaftspolitik macht deutlich, dass die ökonomische Theorie nicht um ihrer selbst willen sozusagen als Glasperlenspiel, und das kann man manchmal heute jungen Ökonomen nur schwer wieder austreiben, betrieben wird, sondern um Realität zu erklären und wirtschaftspolitische Konzepte zu entwickeln. Er war ein Gegner einer theorielosen Wirtschaftspolitik, nach dem Motto, du hast keine Ahnung, aber jedenfalls handelst du danach. Sondern er war ein Verfechter einer theoriegeleiteten Wirtschaftspolitik. Und deswegen interessierte er sich auch für alles. Ob das nun Außenwirtschaftspolitik war, sein Lehrstuhl, Währungspolitik, Marktregulierungspolitik, Umweltpolitik und selbst für Gesundheitsökonomie, was mein Steckenpferd war. Und er hat mich, obwohl ich darin dann nachher promoviert und habilitiert hat, als Assistent genommen. Mit über 60 Jahren, Hans-Werner Sinn erwähnte es schon, übernahm er dann den Lehrstuhl von Werner Mahr. Dabei kam es zu einer kuriosen Geschichte, dass plötzlich man sah, Mensch, Hans Möller hat ja unglaublich viel in Versicherungswissenschaften publiziert. Aber es war leider doch ein Verwechslungsfehler, denn es gab noch einen Versicherungsjuristen, einen sehr bekannten, der auch den Namen Hans Möller hatte. Das zweite Bemerkenswerte an diesem Buch sind die Autoren. Ich will nur einige nennen und einige sind auch unter uns. Charles Blankert ist hier, Emil Maria Claßen, Christian Watrin, Helmut Hesse, sein Nachfolger als Vorsitzender des Sachverständigenrats beim Bundeswirtschaftsministerium, Peter Bernholz, Erich Streisler, Edwin von Böwinter, Gerard Gefgen, Franz Gehrels, Martin Beckmann, Manfred Neumann und Hans-Karl Schneider. Alle waren Weggefährten Möllers und stehen für eine, jeder für sich für eine Forschungsrichtung, für ein Paradigma in der Nationalökonomie. Wie schon erwähnt, war Hans Möller Schüler von Heinrich
Freiherr von Stackelberg, also es ist sozusagen mein akademischer Großvater. Und dort hat er seine theoretischen Grundlagen gelernt, weil Stackelberg steht ja für Oligopol, Duopol, Spieltheorie, dort die ersten Ansätze. Aber Hans Möller ist, obwohl seine Dissertationsschrift viele Formeln enthält und über Preistheorie geht, ist nie ein Theoretiker gewesen. Mathematik mochte er eigentlich nicht und trotzdem war es immer wieder erstaunlich, dass er verstand, was die Menschen da so an die Tafel kritzelten in vielen Formeln, um etwas zu erklären. Seine Leidenschaft war eigentlich wirtschaftspolitische Beratung. Er war Initiator und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium. Er war Berater lange Jahre bei der OECD und bei der EU. Und in diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass Hans Möller, als ich ihn 1977 kennenlernte, der letzte Lebende der Konklave war. Die Konklave war die Organisation gewesen mit etwa 10 Experten, das variiert in der Literatur, die die Währungsreform damals vorbereitet und ausgearbeitet hatte und die in dieser Kaserne Rotwesten bei Fulda kaserniert waren. Der Leiter war Ludwig Erhard gewesen. Das hat auch sein Leben geprägt. Er hat da viel von erzählt. Er hat auch viel von der nationalsozialistischen Zeit erzählt. Haben wir auch viel drüber gesprochen. Und das hat ihn geprägt, dass er sozusagen als junger Ökonom bei dieser Geburt dabei war. Möller ist ein Teil, das sehen Sie, meiner eigenen Biografie. Da ist man dann auch immer etwas emotional. Ich war hier immerhin 7 Jahre an seinem Institut tätig. Ich habe hier promoviert und habilitiert. Ich habe viel von ihm gelernt. Möller liebte das intellektuelle Gespräch. Er rauchte und war nicht gern allein. Er war ein risikoaverser und vorsichtiger Mensch mit einem sehr feinen Humor. Er stellte ungemein gute Fragen, was das Kolloquium immer zu einer wunderbaren Veranstaltung machte. Man wartete im Grunde auf seine Fragen, obwohl er vorher so tat, als wenn er geschlafen hätte beim Vortrag. Er war auch Unternehmer, weil er Aufsichtsratsvorsitzender einer zur Familie gehörenden Unternehmen war. Und wir haben oft, nachdem er dann mein Vertrauen bekommen hatte und auch erfasst hatte, haben wir oft auch über betriebliche Investitionsentscheidungen, betriebliche Herausforderungen gesprochen, die er hatte. Ich freue mich einfach wunderbar, dass wir hier heute zusammen sind und seinen 100. Geburtstag hier in dieser Form, in dieser akademischen Form, in diesen Hallen und mit diesen tollen Rednern feiern. Herzlichen Dank.